die sie die Pfeile weitergeben. Ne? Denen ist die Community ist denen absolut scheißegal und das finde ich behindert. Das finde ich einfach egoistisch so. Ja, Perry, was sagst du denn dazu, dass es kein Origins mehr gibt? Ja, ist mega kacke. Sind alle voll deprimiert. Ist einfach so, ne? Aber Origins. Jetzt auch gleich. Aber vor allem, die haben auch noch 1.8 angekündigt. So, ja, diese Woche, nächste Woche, diese Woche. Ja, deswegen macht das für mich auch überhaupt keinen Sinn, welchen Grund die nennen. Ich verstehe nicht, wieso die einfach die Server-Files nicht weitergeben, dass wenigstens die Community weiterspielen kann, weißt du? Aber die sagen so, ja, nee, so, wir haben den Mod gemacht, wieso sollten wir die Pfeile weitergeben, ne? Denen ist die Community ist denen absolut scheißegal und das finde ich behindert. Das finde ich einfach egoistisch, so. Beziehungsweise, es sind die zu wenige, die noch Origin spielen. Was machen die? Nee, was heißt zu wenig? Ich finde es einfach noch mega egoistisch, weil so viele Leute spielen das gerne. Also als ob jetzt, keine Ahnung, als ob World of Warcraft sagt so, nee, wir schließen alle Server, so, ihr habt ja Pech gehabt, so nach dem Motto, weißt du, macht gar keinen Sinn. So, weißt du, die haben das entwickelt, dann können die einfach die Mod-Files weitergeben, oder die hätten das ja auch verkaufen können, denen wurde ja auch genug angeboten, also die haben ja auch Angebote, was Geld angeht, was geldtechnisch angeht, wurde denen ja auch angeboten, hier, für die in die Summe kaufen euch die Server-Files ab, aber nein, die sind ja megaistisch, vor allem sagen die einfach so, nee, machen wir gar nicht mehr. Hätten wir einfach ein, zwei Server laufen lassen können, weißt du, dass wenigstens ein oder zwei Server noch offen wären, so für Origins, aber die machen es ja komplett aus. Und das finde ich einfach mega egoistisch. Ja, ich gehe davon aus, dass irgendwer denen Druck gemacht hat, weil das macht überhaupt keinen Sinn, dass die vor zwei Wochen noch groß 1.8 ankündigen mit Bildern und allem, sogar noch kleinere Updates vorher machen, damit 1.8 schön aufgespielt werden kann und dann jetzt urplötzlich sagen, sie hören auf, das macht überhaupt keinen Sinn. Da ist irgendein Hintergrund, den die uns aber nicht verraten. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die für Standalone oder so rekrutiert worden sind und gesagt haben, brecht die Arbeit ab, ihr arbeitet ab jetzt für uns. Sowas kann ich mir vorstellen, aber dann finde ich trotzdem blöd, dass die das nicht, weiß nicht, also egal wirklich, was eintreten würde, finde ich das dumm, dass sie nicht sagen, hier, ihr habt die Serverfiles, hostet selber die ganze Kacke. Ich habe ja ein bisschen im Forum gelesen, so von hier Gamers Platoon. Ja. Und da haben ja die Origins Mods und so auch geschrieben und so. Die haben andauernd immer nur als Beispiel die Standalone genommen. Ja, Standalone ist 2 Millionen Mal verkauft worden. Wie viele Leute spielen Origins? Vielleicht 50.000. Da denke ich mir auch. Da hat dann einer drunter geschrieben, genau das, was ich mir auch dachte. Es sind zwar 2 Millionen Kopien, sagen wir mal, von Standalone verkauft worden, aber wie viele davon spielen auch wirklich? Weil ich hab's mir auch geholt, spiel's aber nicht, weil es einfach. Ich weiß nicht, es ist nicht dasselbe DayZ, wie ich es empfinde. Es ist gar kein DayZ, weil es keine Zombies hat. Ja, es ist einfach noch nicht reif. Vielleicht in ein Jahr. Dann kann man es. Es ist vielleicht akzeptabel, aber jetzt noch überhaupt nicht, finde ich. Also ich fand, es ist jetzt ein Patch rausgekommen, der wirklich das bisschen zum DayZ-Feeling dazugetragen hat. Das war Lagerfeuer, Tiere, sowas. Aber der Patch kam auch nach einem halben Jahr oder so raus, ne? Und dafür ist es echt bisher sehr schwache Arbeit, meiner Meinung nach. Ja. Weil die konzentrieren sich einfach nicht auf die Zombies, sondern auf irgendwelche neuen Städte oder keine Ahnung, was hat für mich, weiß nicht, also das ist für mich kein DayZ. Ich bin ja gespannt, H1Z1 kommt jetzt auch demnächst. Haben die jetzt einmal verschoben auf Juni, aber wir haben ja bereits Juni. Bin gespannt, aber halt, dass die Origin schließen, war schon ein herber Rückschlag, weil das war jetzt die Mod, an der wir wieder ein bisschen Gefallen gefunden haben, weil es halt nicht AS50 oder nicht M107 oder nicht DMR benutzt worden ist, sondern andere Waffen. Zum Beispiel, ich habe sehr gern mit der M24 wieder gespielt und man konnte damit auch spielen, wenn man nicht gleich von der One-Shot Lapur Magnum oder so getötet wird, wie hier. Und ganz ehrlich, DMR-Magazine farmen, wie viele DMR-Magazine haben wir da in einer Woche gefunden? Boah, nicht viel. Ja. Eben, nicht viele. DMR-Magazine war das wertvollste Buch auf dem Server. Wenn man irgendwas handeln wollte, ja, wie viele DMR-Max gibt's mir dafür? Eben, so. Autos waren auch mega selten, sowas. Und das heißt man bei Epoch. Epoch sieht man ja hier. Gerade auf dem Server angefangen, fahren zwei SUVs wieder.
Naja, wir haben auch heute schon ein bisschen Geld gemacht wieder. Ja, okay, aber trotzdem ist halt, ne? Was machst du dann? Wie machst du Geld? Du gehst in den Supermarkt, findest dreimal Mountain Dew und hast dann erst so wieder durch. Und wie hast du Geld oder wie hast du ein Auto zusammen gemacht in Origins? Du brauchst vier Reifen, vier fucking Reifen. Da musstest du erstmal Loothaufen machen. Die Leute wissen gar nicht mehr, was ein Loothaufen ist. Heutzutage. Bandits. Grab a jerrycan and take it from them. Ist das ein Wotnik? Ja, ne? Ja. Haben wir eine Jerrycan? Nee. Das weiß ich nicht, aber das mit den Origins, vor allem verstehe ich nicht, wieso die das so groß angekündigt haben und dann einfach sagen, also 1.8, ne, und dann sagen sie, nee. Ist halt... Ja. Unverständlich. Ah, die wurden ja schon sehr oft, also ist ja allgemein schon bekannt gewesen, dass die mega gehasst worden sind, die Origins-Macher. Weil die damals schon gesagt haben, öfters, die releasen, oder die machen die Server-Files public-mäßig, ne? Also die geben die public-mäßig raus. Und dann haben die es nie gemacht. Also dadurch haben die sich schon viele Feinde gemacht. Aber ich weiß nicht, ich muss sagen, ich hatte in Origins... Jo, bei mir sind die ineinander. Nee, der ist wirklich gegen mich gefahren. Aber ich muss sagen, in Origins... hatte ich den meisten Spaß, also damals Sektor B, damals erster Häuserbau, damals gab es ja noch kein Epoch, das hat einfach so Bock gemacht. Wir haben über einen Monat lang wirklich bestimmt 10 Stunden am Tag nur Origins gespielt und das jeden Tag. Wir haben damals, wo wir wir haben ja zusammen damals noch mit meinem alten Team so ein mega großes Camp aufgebaut, ne? Wir waren wirklich 10 Leute oder so, die da dann beteiligt waren und es waren nachts, wirklich nachts, 6 Leute mindestens wach, um das zu beschützen, damit da keiner hinkommt. Und das weiß ich, das war ein mega geiles Feeling. Also es war immer 24-7, es war wirklich ungelogen. Es gab keine Minute, wo keiner von uns nicht eingeloggt war auf uns. Wir hatten auch die geilsten Kämpfe, also das war... einfach nur bombenmäßig. Und was mir persönlich gefallen hat, war Sektor B, weil da wurden meine Kämpfe mal ausgetragen, also die mehr Skill erfordern. Da wurde taktisch gekämpft. Und das ist einfach, das hat für mich Origins geprägt. Und halt natürlich, dass nicht jeder OP-Waffen hat. Ja. Will ich auch nicht verstehen. Die haben jetzt ja vor kurzem erst Sektor noch schwieriger gemacht, weil du konntest Sektor jetzt zum Beispiel auch nicht mehr komplett clearen. Alle 5 bis 15 Minuten sind neue Bots gespawnt. Ja, allgemein, dass die 1.8 angekündigt haben, das war ja, wie viel? Das war vor 2 Wochen angekündigt. Na, wann haben die das angekündigt? Drei. Ja, sagen wir, im Mai war es angekündigt, ja, und Anfang Juni haben die das jetzt abgesetzt, also das weiß nicht. Ja. Und die haben ja kein wirkliches Statement gesagt, so. Naja, guck mal, der, rechts ist eine Base. Der Alex, der Head Developer von Origins, der hat ja gesagt, dass der Druck ihm zu viel geworden wäre. Das was? Dass der Druck ihm irgendwie zu viel geworden wäre. Ja, dann soll er die Server-Files rausgeben, damit andere Leute das wussten, und dann soll er die Server einfach. Ja, da ist nur, hier ist jemand in der Stadt. Ja, ist nur wie super. Okay, wir kurz nach Starry, Jerrycan holen und dann runter zum Wotnik. Okay. Hast du genug Geld, dass du mir vielleicht eine Waffe kaufen kannst, eine M4 oder so? Ja, klar, kann ich machen. Soll ich gleich fahren wegen den DC? Oh mein Gott, was haben die denn hier gebaut? Die Steine? Ja, ja. Ja, die haben den Trailer so geschützt. Mega geil. Ich würde sagen, ich fahre gleich mal, damit die Desinks wechseln vom Fahren. Ist ja wieder Epoch. Hat man leider den einen oder anderen Desink wieder. Kann man leider nichts gegen machen. Willst du noch die Schlüssel haben? Nee. Da startet gerade ein Mosi. Hier ist nebenbei wieder so ein anderes Geldsystem. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal in einer der anderen Videos vorgestellt haben. Ich glaube, das gab es mal auf einer Sauerland-Map. Das wird über Goldcoins gehandelt. Also man hat jetzt keine Goldbahn mehr, sondern man hat einfach Goldcoins, die nicht im Inventar gespeichert werden.
Waffe ist im Auto, Mutter. Okay. Dick! Ja, danke schön. Rüber, komm zu deinem behaarten Kumpel. Kann beide jetzt losfahren? Ist über ein Driver? Achso, sag das doch. Hab ich schon wieder vergessen. Hey, du wolltest ja fahren. Okay. Willst du Schlüssel haben? Nee, nee. Könnt ihr mal alle zum Auto? Kannst du mich lenken, dann schaffen wir schnell von denen abzuhauen. ja, fach. Rechts und dann da vorne auf die Hauptstraße und dann links. Okay, also Richtung Novi? Ja, weiß nicht, Richtung Novi. 22 FPS. Aber egal. Wie lang ist das alles einsehbar? Vor uns steht ein Auto, aber kaputt. Ja, steht da schon eine Weile. Boah, bin ich lange nicht mehr gefahren. Ich habe dich ja jetzt mal letztes Mal fahren lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann hier. Die nächste rechts. Rechts, nach unten. Hier. Warte, hier war ich im Spiel, ne? Ja, sind Zombies. Vor allem, ich wollte ja eigentlich wieder TimZ spielen, beziehungsweise irgendwas ohne diese House-Building. Ich finde zwar Häuser bauen gut und so, aber ich bin kein Fan davon, dass man alles zu 100% safen kann. Deswegen wollte ich mal wieder so TimZ spielen, weil TimZ ist der einzige Mod, der mir noch einfällt, wo man nicht alles safen kann. Aber da muss ich leider dazu sagen, TimZ spielen spielt einfach keiner mehr. Der Yoshi, also der Entwickler, hat sich selber das verkackt. Hat damals, ist er hingegangen, ist einfach nicht auf die Community eingegangen, hat sein eigenes Ding gezogen, die Community hat den Verbesserungsvorschläge gemacht und er hat sich gesagt, scheiß auf euch, ich mache mein eigenes Ding. Und dadurch spielt das jetzt keiner mehr. Finde ich schade, weil ich fand immer TimZ war ein mega cooler Mod. Ja, aber ich habe auch keine, genau, aber ich habe auch keine Lust darauf aufzunehmen, wenn wir da die einzigen Spieler sind, ist einfach so. Hört sich auch vielleicht böse an, aber ist halt einfach beschissen. Passiert halt einfach nichts, wenn du nur alleine bist. Vor uns ist ein Auto. Das steht ja aber auch schon eine Weile. Ja, was heißt, es passiert? Nee, ist halt, weiß ich nicht. Also, zumindest ein bisschen Kommunikation oder PvP ist schon zu erwarten, weil sonst kann ich ja ein Singleplayer-Game, sonst kann ich mir einen eigenen Server hosten, so weißt du. Weil die Zombies sind einfach nicht so stark, dass man sagt, man spielt nur gegen Zombies. Ja. Oh, wir sind Mugilevka. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in Mugilevka war. Gleich rechts. Ah, du hättest die. Fahr einfach mal rechts übers Feld. Oh, der Wagen gedriftet mega vorne. Gut. Wir haben den anderen SUV. Ne? Ja, ja, den anderen SUV, den haben wir sogar schon Offroad Performance Plus gemacht. Der fährt etwas schneller als der hier. Ach so, deswegen hat er euch immer eingeholt. Ja, ja. Okay. Das ist ein Helikopter. Mit Sicherheit abgeschlossen. Wollen wir trotzdem mal gucken? Ja, schauen schadet nicht. Hallo Helikopter. Ja. Willkommen bei EPO. Das war auch wieder so ein Pluspunkt für Origins. Dass kein einziges Fahrzeug war abgeschlossen. Das fand ich auch mal geil, dass man Fahrzeuge nicht so 100% safen konnte. Okay. Die haben das ja auf den meisten Epoch-Servern ist ja jetzt sogar so ein Anti-Steal-Script oder so, weißt du, dass man in der Nähe ein Haus ist oder so, dass die Fahrzeuge zu 100% safe sind, dass man die nicht mal kaputt schießen kann. Hier links oder rechts? Links. Denn da vorne ist ja schon ein Scherno. Da sind auch schon Schüsse. Wir sollen das Auto hier irgendwo abstellen. Okay, du hast einen Schlüssel dazu, ne? Ja, ja. Soll man in den Cherno reinfahren? Nee, 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 lieber nicht, das ist ja direkt da vorne. 400 Meter nur noch. Okay, dann hier vorne, wir nehmen. Wir parken das hier. Boah, ja. Ist schon ein bisschen Performance-Fress-lastig so. 20 FPS. Schließt du das Auto ab? Ja, ist abgeschlossen. Guck jetzt mal eben auf der Map. Dann können Sie mal markieren.
Ach du Scheiße, das ist ja wirklich mitten in Tscherno. Okay, das Ja. wird, da wird aber bei den Bots geschossen. Ja, dann ist da irgendjemand. War jetzt ein SKS? Ich sehe den, ich sehe den. Ich weiß noch nicht, ob das ein Bot ist. Ja, das sind Bots. Die schießen in den Wald. Ich hab geschossen. Wow. Schieß auf die Bots. Ja, ich hab einen getötet. Okay, dann töte ich den nächsten. Ist wieder einer tot. Die haben Large Gun Packs, ne? Ja, kannst halt auch alle looten. Im Wald musst du aufpassen. Könnte aber auch Ja, ein ich halt. Spieler sein mit dem Large Gun Pack. Ja, das ist glaube ich sogar ein Spieler. Ich loote mal den eben. Ne, das war ein Bot. Der wurde wahrscheinlich nur schon mal gelootet, ja. Also die Bots, die haben 12 FPS auf einmal, Sunny. Die haben in den Wald geschossen. Ich sehe da aber Okay. jetzt keinen Spieler, muss ich sagen. Kein Wortnik. Also ich laufe hier übrigens mit dem Ghillie rum. Okay. Also ist kein Wortnik, das ist einfach nur so ein Utility-Truck. Okay, dann sehe ich ihn sogar. Ja, ich sehe dich auch. Du lootest da gerade, ne? Genau. Bist du eingestiegen? Ja. Oder schießt Wer noch einer? schießt? Ist ein NPC. Ich sehe den, aber ich sehe nicht, wohin der schießt. Ich töte mal den NPC. Der NPC ist tot. Ich guck mir jetzt mal, wohin der geschossen hat. Ich bin am Fahren. Okay. Tring. Irgendwo im Wald. Ach, jetzt Bist weiß du? ich, wieso ich so wenig FPS hatte. Ich war die ganze Zeit nebenbei noch am Rendern. Voll vergessen. Also ich bin hier am roten Gebäude. Ah ja, da. Nee, das Und? bist gar nicht du, Nee, weil nee. da ist einer mit einer Shotgun. Wo? Am hellroten Gebäude, hinterm hellroten Gebäude. Ja, du kommst ja jetzt links von dir, links. Hinter dem Gebäude. Okay. Ne, der ist hier Also. noch vorne am Zaun. Okay. Ja, der guckt auf mich. Wenn du hinter das Gebäude gehst, dann kannst du ihn töten. Er ist zu kommen, Leute. Ist tot. Sollte eigentlich umfallen. Lebt aber noch. Hat jetzt auf meine Beine gebrochen. Hat nochmal ein paar Hits. Jo, ist tot. Ist tot. Die, Motherfucker! Kennst du diese Leute, die den so töten und sagen so, Die Motherfucker! Ja. Der hat auf uns als erstes geschossen zur Verteidigung. Hat einen Black Key aber. Könnte der hier ein Auto haben? Zwei Lumber Packs, nehme ich mal mit. Okay, komm. Wir können eigentlich weg. War noch was im Auto? Nee, ne? Das Auto war komplett leer. Ich frag mich immer noch, wo die hingeschossen haben. Moment, ich muss eigentlich schon. Lass mich fahren, den nächsten. Ich hätte gesagt, wir lassen ihn hier stehen und nehmen den SUV, ja. Okay, dann lass einfach zu Fuß gehen. Kann sich irgendjemand an dem Truck erfreuen? Für ein Bambi. Da oben ist ein Helikopter auf dem Dach, aber ist eben schon wieder abgeschlossen. Dann ist ziemlich viel Sicherheit. Könnte sogar ein Helikopter sein, den wir oder von dem wir den Schlüssel haben. Von diesem Shotgun-Typen. Weil das ist ja halt so eine Mosin, weißt du? Da gehst du halt in eine Safe Zone, hebst dir dein Ne, Geld es ab. ist eine Libelle. Das ist eine Libelle? Ja. Okay. Ich glaube nicht, dass jemand mit einer Libelle rumfliegt und dann mit dem Key rumläuft und dann nur eine Shotgun hat. Okay.
Weiß nicht. Ich würde es machen. Yo Leute, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewertet doch bitte das Video mit einem Daumen nach oben oder kommentiert dieses Video. Am Sonntag wird es noch einen zweiten Teil davon geben, also seid gespannt. Hier oben habt ihr jetzt noch einen älteren DayZ-Teil und unten den letzten Origins-Teil. Haut rein!